Und da geht's los. Der erste Bann. So, das ist jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Saya. Okay, das ist wieder wie beim letzten Mal. Und auch die Weil. Mai. Ich denke mal, das sind so diese Ich glaube, die Bond. Standard-Champs halt, diese OTPs halt, die man dann da auch rauspicken will, rausbannen möchte. Ich kann mir vorstellen, dass Olaf wieder in der ersten Bannrotation dabei sein wird. Naja, das ist. Das hoffe ich auch, weil er ist schon doch schon ziemlich busted. Zurzeit. Man überlegt bei Pepe noch. Wann ist Patch Day? Heute. Morgen, glaube ich. Na, wir haben es in 0:06. Es ist. Ach nee, morgen dann, gell? Oder nee, am 13. glaube ich. Ich weiß es gerade nicht. Eigentlich morgen, also mittwochs immer. Warte, wir können es auch im Launcher nachgucken. Wenn ich auf Home drücke. In 6 Stunden. Auch in 6 Stunden. Dankeschön. Ach Ja, stimmt, hier am vielen lieben 11.12. Dank. Ja, bleiben wir doch noch alle hier, um dann Ephelios direkt hier zocken zu können, ne? Spiele mal auf Ephelios, wollen wir sehen. Ich mache die neue Diana und dann rocken wir hier komplett durch. Kommt auf jeden Fall, stimmt, kommt ja schon raus, stimmt. Ja, Ephelios und die, also nicht neue Diana, aber diese Änderung an Diana. Das war jetzt falsch von mir. Die Änderung meine ich. Tsunami-Ban, Pikmon, Bandmon. Wie beim ersten Game und Ja, beim na, zweiten Nordia Game. haut mal auch raus. Und da ist der Ich meine, Olaf-Ban. die Hooks haben nicht immer gesessen, aber wenn es drauf ankam, waren sie da auf Ja, jeden der hat Fall. getankt und dieser Safe-Knockup mit der Ult war halt wichtig. Und das auch noch dazu. Da konnte man Also es ist Tristana immer verständlich, gut. dass man den Nordia hier raushaut. Wo ist der Draven-Ban? Ey, du kannst jetzt selber mal die Leute fragen, wo der Draven-Ban ist. Und Pepe snackt sich wieder den Jarvan. Naja, das Also. habe ich mir aber schon gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. So, ist jetzt die Jarvan. Frage, was ist die Antwort darauf halt? Will man es nochmal mit Rek'Sai versuchen, wie im ersten Game? Ich glaube nicht, dass man hier Ist eine nochmal Rek'Sai Möglichkeit, nimmt. aber ich. Ich glaube, man hat gemerkt, Sejuani war eine gute Antwort. Es hat Ja, relativ gut funktioniert. das wäre jetzt interessant, wenn jetzt Sejuani auf der Seite gepickt wird von Avalanche. Das würde ich mega Ich glaube feiern. nicht, dass man Sejuani nehmen wird. Ich glaube, Na, mit wahrscheinlich Sion hat nicht, man einen guten nein. Engage. Aber man darf hoffen. Ja, Sion hat eben schon wunderbar funktioniert. Man konnte da viel tanken, splitten, split pushen halt. Und da kann man das auch nochmal machen. Aber ich denke mal, das wird dann auch wieder. Ich bin jetzt gespannt, weil gerade wenn jetzt wieder Sion gepickt wird, wird Hybrid vielleicht Hacker wieder Mitte drin. machen. Man nimmt Tekka hier. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Pick auf jeden Fall. Auch einer der Jungle, den ich sehr, sehr gerne spiele. Hacker Weil wenn du da natürlich. mit 300 km/h durch die Kluft flitzt, das macht schon gut Spaß, ne? Da wird die Kluft zur Autobahn, ich merke schon. Oh, der Sho'Gath. Der war im ersten Game ja auch. Sho'Gath und Und wieder Kassadin, ey. Kassadin. Oh, Also jetzt greift man nochmal auf die Picks das ist aus dem ersten Game zurück. gefährlich. Ja. Im ersten Game hatte Pepe noch Tristana und Das ist genau wie im ersten Game jetzt bisher, Tristana oder? und Lulu Bei war, glaube Pepe. noch im ersten Game. Hatten die das nicht eben auch? Im zweiten. Die hatten eben auch Safe Tristana und Lulu gehabt. Hatten Haben die jetzt die ganze Zeit gespielt? Ich meine, es hat gut funktioniert. Botlane war Oh, meistens man gewonnen. holt nochmal die Vayne raus hier. Der Sodor hat Bock. Ja. Wenn es Solo ist. Oder können wir kurz in den Kleinen gucken? Naja, warum Ganz sollten fix. die das jetzt wechseln? Ja, ist. Ne, vielleicht tauschen Hybrid und Kreisch wieder. Das könnte Schauen wir interessant mal. werden. So, wir sind gespannt, was jetzt noch gebannt wird. Tristan. Oh, Tristana? man möchte es trotzdem, man möchte es jetzt mal raus haben. Verständlich. Ja, hat ja im Nicht ersten nochmal, Game ganz gut Benediction. Ne, funktioniert. ne, ne. Diesmal nicht. Will er wieder was haben hier, ey. Diesmal nicht. Ich Was hast hab du überhaupt für jetzt. einen Skin bekommen? Wir haben Weiß gar das haben wir gar nicht. nicht geklärt damals. Stimmt. Ich weiß, das hat mir der Flori geschrieben, das war ziemlich lustig gewesen den Abend, weil die ersten zwei, die Skins bekommen haben, 975 plus Skin, haben beide Pool Party MF gekriegt, bekommen. Und direkt danach hat Miko noch eine Kiste aufgemacht und hatte in dieser Kiste auch Pool Party MF gehabt. Ja. Alles Jinx. Also, Pyjama-Lux. Ja, da Malediction, wollte Riot das aber auch oft du zwingen als dann. alter Lux-Main, das ist ja wohl. Stimmt, Pyjama Lux, das hat er mir auch gesagt, aber in den anderen Skins weiß ich nicht genau, was da noch rausgekommen ist. So, jetzt bannt man die So. komplette Botlane von Man will Peba. halt wirklich, ja. Thresh haut man ebenfalls raus. Ja, Bam. Thresh auch, man respektiert die Hooks hier auf jeden Fall von Krovan. Sehen wir vielleicht Blitzcrank? Bei Krovan muss immer mit Hook. Was wird der letzte Bann sein? Was
darf oder der einen schönen Pike, der Pike. Oder Blitzcrank, ja. Ich glaube, Blitzcrank ist nicht so. Ich glaube, Blitzcrank ist nicht so. Nee, war das denke ich auch nicht. Asien. Ja, ja, gut. Das war ja auch eins der Champions, die die meisten Probleme gerade wahrscheinlich in dem Game gemacht haben für Pepe. So, wie antwortet Evelyns? Banner, tut mir leid. Ja. Jetzt bin ich echt gespannt. Ich glaube, man pickt erstmal den Support vielleicht. Ja, ich kann mir vorstellen. Nee, Midlane wurde eh schon gepickt. Ich glaube, man. Achso, ja, na, man pickt trotzdem den Support. Mind. Alistar? Alistar. Guter Tank, guter Engage. Supergeil. Ist irgendwie immer. Hier in der Hochschulliga hat man Alistar jetzt allgemein sehr wenig gesehen, denke ich mal. Aber an sich ist es wirklich ein starker Champ halt. Wenn man den beherrscht, dann. Kann man der Vayne da auch einen ordentlichen Support bieten. Oh, ich hoffe, er hat Muku Alistar, ansonsten respektiere ich ihn nicht. Ja. Naja, ich bin mal gespannt, aber was ist. Weil ist natürlich jetzt gute ADC-Antwort. Weil die E, die sollte, glaube ich, durchgehen. Wie bei manchen, bei den meisten Sachen. Ja, das ist wirklich eine ziemlich gute Antwort. Weil man hat dann jetzt die Midlane noch offen. Da bin ich jetzt auch gespannt, was man sich jetzt gegen Kassadin da auf die Midlane stellt. Mit diesem Draft verneigt sich sogar der Boden. Ja, sein, ja. Jenna. Kassadin. Jenna könnte gegen... Auf jeden Fall sehr anfällig halt für Hacker-Gangs, denke ich mal. Die kannst du da mal ganz schnell rausnehmen. Ich glaube, man kann den Alistar gut abbrechen, auch mit dem Engage. Vor Level 6 vor allem. Ich meine, auf den Ezreal ist wird schwierig wahrscheinlich. Gerade mit seinem TP ist er da immer dann ganz schnell wieder Victor, raus. Man holt dir den Victor raus. Das könnte wirklich eine gute Antwort sein. Bin ich definitiv gespannt, was hierbei rumkommt. Ja. Also, boah. Wirklich so, gebe ich mal ganz schön gedraftet. Hoffen wir mal, dass es auch direkt losgeht hier, dass wir nicht noch so viel Zeit verplempern. Oh, die richtigen 924er Patch Notes sind sogar schon draußen, sehe ich gerade. Sind schon draußen? Naja, wenn es in 6 Stunden kommt, dann müssen sie ja langsam. So, ich kann ja ganz kurz durchfliegen und mal kurz durchrufen, was es hier so gibt. Starten die jetzt gleich oder wie sieht's aus? Ah, ist nice, dass trotzdem noch 24 Leute hier da sind, ja. Obwohl morgen wahrscheinlich Uni ansteht, aber das kann man sich nicht entgehen lassen. Es geht gleich los, schreibt er schon. Ja, ich meine, bei uns geht es erst 14 Uhr los. Aber gut, bei dir nicht. Ne, bei mir nicht. Ich muss um 8 Uhr hin, aber. Einer muss noch. Naja. Ja. Was muss, das muss. Warte mal schnell was zu trinken holen hier. So, und damit geht's in die richtige Pick-and-Ban-Phase des dritten Games dieser Partie. Und. Ja, man wartet auf kurz. Was sind denn so die größten Changes jetzt im 923 sah eigentlich? Ich guck mal ganz kurz, also Diana wird jetzt kriegt den Diana, Veränderung, Aphelios kommt, Yumi aber bekommt noch irgendwas richtig krasses. Yumi bekommt eine krasse Änderung. Ja. Conqueror, genau. Genau, Yumi Braun bekommt ein ordentliches Update. Sieber bekommt einen kleinen Buff. Senna bekommt einen Nerf. Na, Braun, der hat sich auch so ein bisschen verdient, also, den sieht man auch nicht mehr so häufig. Das ist eigentlich, ich finde ihn eigentlich einen ziemlich coolen Champ. Ryze bekommt sogar einen Nerf, das könnte. Ich weiß nicht, ob das einen massiven Impact haben wird. Na, mal schauen, wie das wird mit Braun halt. Das sehen wir ja dann. Also Braun Lucian, das könnte ich noch ein bisschen was. Ein bisschen Action sehen oder allgemein haben ein bisschen Braun. Haben die an den Drakes was verändert? Ich glaube nicht. Daran gewagt wahrscheinlich nicht, wa? Ich sehe gerade Prototype Omnistorm haben sie ein bisschen verändert. Ach, der Omnistone. Wobei, bitte die Ratsche. Stimmt. Machen wir gleich. Gleich gibt's die Ratsche, wenn es losgeht. Ratsche? Wer hat denn das gesagt? Krobon hat's requested. Oh. Krobon war ein Weser. Ja. So, dann. Das haben wir ja alles schon gesehen, ja. Hackerin gegen
Jarvan Jungle könnte interessant sein. Aber Hybrid geht wieder Mitte. Oh, oh, wir können ja gleich das nochmal durchgehen. Aber. Your Emperor shall return. Im Moment Hybrid, schauen wir erstmal auf die. Hybrid geht wieder Mitte. Oh, vielen Dank für den Host. Vielen, vielen Dank, Yannick. Dankeschön, Dankeschön. Yannick, ja, Yannick, genau. Ja, das ist halt wirklich ein Top-Match jetzt hier. Also spannender geht's halt wirklich nicht. Ja. Geht nicht. Geht nicht. So. Nee, geht nicht, gibt's nicht, wollen wir nicht. Okay, macht Sinn. Aber wir wollen jetzt, dass es ordentlich auf die Schnauze gibt. Im nächsten Game, ja. Ich denke, da wird sich niemand irgendwas schenken hier. Also die wollen jetzt, die sind jetzt wirklich heiß, beide wollen jetzt unbedingt einen Sieg haben. Hast du das erste Game das zweite Game verpasst, Leon? Das ja, war, aber nee, beide haben jetzt gesehen, dass sie gewinnen können halt. Achso. Und jetzt, das wird nochmal, ich sag dir, das wird richtig krass, das Game. Ich mein grad Black Storm. Jetzt wird gleich so ein krasser Stomp, aber nein. Ich mein grad Black Storm, aber alles gut. Das wird nice. So, also wieder Hybrid geht wieder Mitte. Finde ich jetzt. Dammit. Entschuldigung. Das, ach ja, das Game von Tentacle, das hätte ich. Hätten wir auch gerne gecastet, halt, weil es auch gerade so spannend war. Das, also, wie gesagt, da habe ich ja vorhin schon gesagt, das VOD muss ich mir auf jeden Fall nochmal gönnen. Also, Blackstar. Weil, da waren bestimmt sehr spannende Sachen dabei. Willens hat das zweite Game auch mit wegen Vayne gewonnen. Also, ich fand ja Vayne da so. Ja. Der Disrespekt ist da. Aber ich glaube, du darfst Vayne nicht zu sehr vernachlässigen. Ja, na, die kann schon ordentlich der drücken. Der Sodor zaubert, das sage ich dir jetzt schon mal. Ja. So, dann können wir nochmal vielleicht durchgehen. Ich denke mal, Shogat gegen Zion dann. Auf jeden Fall. Ja, das ist halt wieder dann gerade fürs Late Game Shogat wirklich sehr, sehr stark dann. Kommt drauf an, wie er seine Stacks auch bekommt. Hm. Aber ich denke mal, im ersten Game hat er ja auch schon ziemlich gut gestackt. Also er sah schon ziemlich kräftig aus, wo ich dann noch kurz reingeguckt hatte. So, dann haben wir Hacker gegen Jarvan. Gerade Hacker hat halt dann. Gerade die Ult von Hacker ist immer ganz nützlich, dann später auch in Teamfights halt, weil du kannst halt die ganzen Spieler da so ein bisschen vieren halt und da kann, derzeit kann die Vayne Schaden machen. Hm. Ich meine, er geht zwar nicht so lange, der Vier, aber er ist immerhin da. So, dann haben wir noch Kassa gegen Viktor. Das ist halt schwierig, aber. Lieber Spielemann, was meinst du? Ich glaube, Viktor wird Kassa Early ziemlich gut outrangen. Das auf jeden Fall. Also Early Game. Ja, die Kuh, die wird eklig sein. Er kann mit dem Schild, kann er seine Kuh ein bisschen negieren. Er hat seine. Also das, ich glaube, Viktor ist ein ziemlich guter Pick gegen Kassadin. Das könnte ja vielleicht sogar. Ich bin bei den Mitteln. Ja, auch später ist er ja nicht zu vernachlässigen. Ja, das auf jeden Fall, macht also, ja auch auf jeden Fall sein Damage. Ich bin jetzt bei den Mid-Matchups nicht so up to date, aber ich. Bin mir ganz sicher, dass es ein Counter ist gegen Kassadin. Meiner Meinung nach. Wir versprechen nichts. Geh mal lieber auf die Botlane. Da hast du ja ein bisschen mehr Ahnung. Botlane, Ezreal gegen Vayne. Vayne, Ezreal, so rum. Ezreal, wie gesagt, kam mit seiner E ziemlich gut Sachen ausweichen, obwohl sie schon getroffen haben. Also wenn man jetzt gerade einen Fresh Hook nimmt, Nautilus Hook, kann er alles noch die E danach oder halt casten und man kommt trotzdem noch raus. Und ich glaube, ja, das ist bei dem Alistair Knockup dasselbe. Also wenn er halt quasi den Alistair engaged und Ezreal schnell den E-Button flickt, kommt er trotzdem noch raus. Ja. Oh, die Jenna kann gegen den Engage auch gut rein. Ein gutes Matchup für Kass, meinst du? Wir werden es ja sehen. Dann lag ich falsch. Danke für die, lernen auf jeden Fall. Danke für die Berichtigung. Ne, erstmal gucken, wir schauen uns das an. Aber wie gesagt, early sehe ich trotzdem den Viktor also vorne. Gerade mit seinem Laser und alles könnte ja, da schon sehen. Ein bisschen eklig werden für Kassa. So, dann hat man auch hier auf beiden Seiten zweimal TP mit. Jeweils Mitte und Top. Okay. Ja. Dann Hacker spielt man mit Ghost. Das heißt, man wird da wahrscheinlich auch dann die Conqueror-Variante noch mitnehmen, was auch am meisten Sinn macht zurzeit. Dann vielen Dank für die. Ich meine, du kannst den auch mit Flash spielen, aber dann brauchst du halt Predator. Aber das ist so stark wie Conqueror zurzeit ist, macht das keinen Sinn. Und er hat ja auch schon Ghost mitgenommen, also. Hm. Ja, Punkte. Ja, Jenna 550.000. Also bei der Jenna
Erhoffe ich mir ein paar richtig geile Cancels mit der Ult. Irgendwie so den Alistar Engage canceln oder Ja. sowas. So, wir gucken mal hinter die Karten. Oh, der hat ja wirklich das, Captain Sink hier. Es geht gleich rein. Naja, das ist. Hier werden Haben keine wir ja vorhin schon halben Sachen gemacht. festgestellt. Ja, die wollen jetzt auch fertig machen, die Jungs. Das ist halt wirklich das späteste Spiel, was wir komplett hatten in der Liga bisher. Also ich glaube, oder ich kann mir nicht vorstellen, dass schon noch ein Game hier noch länger ging oder überhaupt zu dieser Zeit stattgefunden hat. Ich glaube, Ich eins ging glaube, mal da bis war halb immer eins. vor 12, war immer Schluss halt bisher. So. Ja, ich glaube, eins ging mal bis halb eins. Glaube Ging? ich. Ich Ja? glaube, es ging mal eins länger. Ja, das schlagen wir locker. In 9 Aber na Minuten macht gut. der Gegner fertig. Das Das schlagen wir locker. dritte Game, Evidence gegen Pepe. Leon, gib mir die Ratsche, komm. Das andere mal ein bisschen aufwachen hier. Ja, aber, Jungs. Wir haben es halb Jetzt geht's eins. schon ins dritte Game. Jetzt müsst ihr auch hyped sein, ja? Jetzt müsst ihr die Daumen drücken für euer Team, welches ihr supportet. Ja, gut, das Ich glaube ich bin auch. ganz ehrlich, ich bin neutral, aber ich gönn's halt Avalanche halt. Dann wirklich Pepe auch zu schlagen, die bisher noch wirklich ungeschlagen in der kompletten Season hier sind. Pepe ist momentan noch zu null, genau. Ja, also ich gönn's Avalanche Das wirklich, wäre richtig, ihr von erster ganzem Lose Herzen. um 1 Uhr morgens. Ja, So. gut. Weil Blackstar gerade schreibt, dass Jenna vielleicht langweilig ist. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass sie so langweilig ist halt. Ich meine, die Sache ist, wenn man jetzt solche, wenn man jetzt Carry spielt, dann würden die Support auf jeden Fall langweilig sein. Aber ich glaube, wenn die Support Mains, die werden da, glaube ich, anders sprechen können. Für Ja, sich. du siehst ja die ganzen Leute, die immer ganz so viel oder ganz viele Punkte da meistens auf den Supportern haben. Also, dem es wird wahrscheinlich nicht langweilig. Aber Support ist halt, ich spiele es gerne mal, aber ist halt nicht meine Rolle. Da Wir haben ja auch liebe ich den Pepe. Jungle zu sehr. Da haben wir auch Pepe Supporter im Chat. Go Pepe, da haben wir sie. Können wir noch mal gucken. Schreibt mal bitte hier alle so Go Pepe oder Go Avalanche rein, dass wir mal so sehen, wie die Verteilung ist hier gerade. Nur mal so ein bisschen, das wäre mal interessant zu sehen. Ja gut, Jenna Wenn man spielt ein vorne, Shieldbot ist spielt, langweilig. ja. Ah, da haben wir Pipi. Der Blackstar ist jetzt Pipi. Da bist du gerade im Go falschen Pipi. Chat. Pepe, Go Lidl. Der gute alte Rice Farmer ist Der auch für Eddie, der Pepe. hat leider das Game verfehlt. Also Pepe scheint noch besser aufgestellt zu sein als Evelyns. Ja. Ja, das stimmt wohl. Das stimmt auch. Gerade mit den Wirbelstürmen, dann kannst du ordentlich die Gegner nerven. Weil man ist Ja, jetzt auch, mit dem man sieht es Slow, auch ist, nicht unten. mit dem Man sieht es Wirbelstorm, mit unten dem auch. Slow. Ja, so ein bisschen. Boah, der Oh, der Engage von Cho'Gath, der will Cho'Gath. aber direkt hier. Keine halben Sachen da auf der Top-Lane. Da Der Max, da haben wir noch einen Pepe, Evelyn Supporter, ja. ja, es sind doch viele für Pepe hier. Wahrscheinlich, weil sie noch ungeschlagen sind. Aber eigentlich nicht, vielleicht kennt man welche. Oder? Oder? Aber es geht direkt heiß her. Und da kommt der Oli Gang von Jarvan. Ja, da kommt Lockup der sitzt Drum-Gang. und Jarvan hebt seine Specs Flag Ja, man auf. flasht, man muss Genau da auch flashen. dafür. Man geht jetzt unter den Tower. Man kriegt auch das First Blood hier für den Shogard. Was ihm auf der Lane auf jeden Fall sehr gut weiterhelfen wird. Also für das First Blood auch mal eine kleine Ratsche, ja. Ist ja auch immer was Besonderes, ne? First Blood. Da passiert nur noch einmal pro Game, ne? Der First Blood für Pepe. Ach, Natürlich ist das ja, der gut. Miko, er geiert auf Silber hier. Ja, das ist schon. Aber das haben wir schon so erwartet, dass wahrscheinlich unten Evelyn, erstmal. Engage. Oh, Der das ist aber sehr viel Schaden. Schaden für Vayne. Da muss man echt aufpassen. Der Alistar sollte jetzt nicht unbedingt seine E noch durchbringen. Bei sowas kann eine gute Jenna echt glänzen. Ich glaube, da muss der Hacker dann mal aushelfen hier unten. Aber du musst halt gucken, dass du wirklich auf Jenna gehst dann wahrscheinlich. Weil mit der Ezreal TP bin ich mir nicht sicher, ob du den da so schnell und einfach kriegst. Wenn er das ordentlich timet, dann hüpfst du ja als Hackerin in die Richtung deiner Mitspieler halt hinten rein. Aber der Ezreal TP't sich halt von dir weg. Also dann kommst du dann auch nicht mehr so einfach hinterher. Deshalb sollte man da wirklich vielleicht auf Jenna Hackerin ist jetzt auch Richtung gehen. Bot unterwegs. Vielleicht? So, Jarvan sieht ihn jetzt hier.
könnte jetzt ein kleiner Fight im Jungle sein. Hast du eigentlich schon umgestellt hier, den Victor und... Ja. Gut, nur so. Oh, ja. Ah, das... Schaden von Shogun, den, aber... Den hat er wahrscheinlich... Er tankt, aber er kriegt trotzdem. Er hat Level 6 gehabt. Shogun eiskalt, der ist... Ne, er war Level 5 noch. Ich dachte gerade, das war Level 6, weil es sah so komisch aus. Das war schon echt knapp, also da war... Ja. Shogun war heiß. Ja, das ist jetzt aber schon wieder schlecht halt für Evelyn. Wenn der Shogun halt wieder genauso fett wird wie im letzten Game, dann wird Vayne. Man kann mit dem 2-Damage schon... So eine krasse Frontline. Abstruden Damage machen. Ja, also man muss jetzt aufpassen, Toplane auf jeden Fall, dass man da nicht noch weiter feedet. Hickere möchte Mitte ganken, aber... Okay, Midlane sieht echt nicht gut aus für den Victor momentan. Totemic Mao, okay. Ich habe gerade irgendwie gar kein Bild im Kopf. Ach, das ist dieser Totem-Skin. Mit der Totem. Ach, okay. Mit dem Totem-Gesicht. Ja. Ist der episch wenigstens? Glaubt er ist nicht mal wahrscheinlich, Skin. Wahrscheinlich ist der... Das ist eine Chroma. Nein, nicht wirklich, aber... Vom Aussehen. Für die ist der episch. 520. Ist ja, belohnt. So, man konnte jetzt hier unten mal reinpushen, weil die Botlane Base war von Hefe. Okay, gut, wir sehen mal keinen Mount in dem Game. Also man sollte da jetzt aber schleunigst verschwinden, weil Hefe Botlane war schon einmal Base gewesen. Vayne Alistar noch nicht. Ich glaube, jetzt verliert man noch ein bisschen mehr Farm. Ich meine, Ezreal ist jetzt nicht der beste Pusher. Aber trotzdem verliert man jetzt gut Farm. Nee, man will ja nicht gehen. Man will nicht gehen. Aber Hacker ist auf dem Weg nach oben und Jarvan, der geht da direkt. Man möchte hier den Sion abusen und der Biss ist auch noch da, oder? Ja. Das ist dann halt so schon wieder ein gratis Deck. Man geht jetzt hier auf die Jenna. Man macht sogar ordentlich Damage. Der Victor muss ein bisschen aufpassen. Aber Mitte ist echt. Ich hätte echt gedacht, dass Victor besser steht, aber anscheinend. Ja. Echt so. Naja, da hast du jetzt schon wieder 1600er Goldvorteil auf der Seite von Pepper. Ein Hacker scheint jetzt hier für den Top-Gang zu gehen wollen. Oh, man kriegt so hier auch schon, das ist schon das zweite Plating, was man hier mitgenommen hat. Und es wird der Top-Gang. Oh. Ja, das ist aber das ist wichtig. Man hat den Biss nicht. Die Ult ist raus. Das heißt, man sollte den auch kriegen. Man sollte den vielleicht auch Hacker lassen, den Kill. Ja, man lässt ihn noch Hacker. Ja, man Hacker bekommt ihn. Hacker kann somit jetzt ein bisschen mehr Pressure. Ja, der kann auf jeden Fall mit dem Kill ein bisschen mehr anfangen. Weil Sion macht damit halt nichts. Er liegt so oder so hinten. Das ist jetzt auch schon Victor wieder kommt jetzt sehr close. Power möchte man nicht gehen. Man macht jetzt den Drake, ja. Man hat halt gesehen, der Jungler war oben. Da kann man dann ganz easy den Drake da unten anfangen. Mountain nimmt hier wahrscheinlich auch noch den Blue mit von dem Gegner. Nicht vergessen. Hacker ist auf jeden Fall unterwegs. Richtung Blue. Aber ja, der ist auch schon weg. So. Evelyn hat gerade Drake gemacht, ne? Ja, haben wir. Pepper? Nee, Pepper. Ja, warte, fuck. Pepper Drake. Genau. Naja, bisher ist so auch vom Farm her liegt halt jede Lane hinten auf der Seite von Avalanche. Außer Mitte, das ist noch even. So. Es dauert halt, bis die Vayne dann in Fahrt kommt. Hier ist mit Gank und kann man zwar kein Mana, aber Jarvan ist zur Stelle. Geh mal rein mit dem Alistar. Oh, Vayne, das ist gefährlich. Oh. Er muss healen. Die Ult von Ezreal, da zu viel Schaden. Hacker so, aber Hacker kommt jetzt runter, das gefällt mir sehr gut. Sitzt. Da ist leider der Wirbelsturm von Jenna. Oh, okay. Jenna wollte da Klaue ulten, kriegt ihre Ult aber nicht down. Hacker holt sich den Kill. Ich glaube, die Ezreal gönnt sich sogar. Aber die Vayne, aber man sollte hier... Nee, ja, man kommt nicht ran. Das war jetzt so richtig gut gemacht halt von dem Hacker, dass er da noch... auch gut von Jenna. Seine Ult aufgehoben hat, sodass Jenna ihre Ult halt nicht durchbekommen hat. Weil Jenna ist geflasht, die wollte ihre Ult zünden, dass einer noch mit unseren Tower fliegt. Aber hat es halt nicht durchbekommen. So, der war jetzt wieder mitgegangen. Rage jetzt von den. Jarvan! Victor! Das, wow, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass der Victor den Kill dann kriegt. Aber da ist der Tower-Schaden dann doch zu hoch. Den hat man dann nicht genug respektiert.
als schön gemacht von auf der Seite von Teva. Ja, das ist schon mal mit schön Summe Jets ahead mit Gold. Ja. Mein oben, das ist halt ein bisschen unlucky jetzt. Du hast halt nur 37 Farm im Vergleich zu 77. Und wenn wir halt die Vayne irgendwie ahead bekommen, ist halt der Shogun auch nur ein Deckerli. Ja. Der Two Damage ist da schon vorhanden. Aber das musst du erstmal schaffen. Beide Junger verhalten oder halten sich gerade im Top-Bereich auf. Also Top-Lane sind Bot-Lane. Sehen wir so schnell keine Veränderung. Oder zumindest kein Jungler, der spielt. Ne. Aber es gefällt mir schon mal sehr gut, wie der Hacker auf jeden Fall Jungle. Der hat jetzt der Bot-Lane schon einen Kill beschafft. Der hat der Top-Lane auch. Hat sich selber da eingeholt. Also er macht das schon sehr gut. Aber auch Jarvan halt, der ist auch die ganze Zeit auf den Lanes. Ich meine, der Midgank war jetzt nicht so perfekt gewesen, aber das macht ja nichts. Erstmal, noch ist alles fein. Es wird halt wahrscheinlich so ein bisschen drauf hinauslaufen, wie gut kommt die Vayne in Fahrt und wie gut halt der Katadin halt dann für später. Und der Shogat halt auch. Und der ist halt schon ziemlich gut im Game drin. Man holt sich jetzt hier den Herald auf Seiten von Peber. Da haben wir da schnell sich mitgenommen da oben. Ja, ich glaube, man möchte hier für den Tower Dive gehen, aber das ist gefährlich, weil sie ja noch sehr viel Leben hat. Dabei kommt Hacker unten rein für den Gank. Man bekommt hier auch die Jenna jetzt. Die Vayne bekommt den Kill. Guter Gank von Hacker. Das haben sie sehr gut gemacht. Ja, das ist sehr gut. Der hilft der Vayne jetzt auch so gut. Aus, ja, da kommt die S-Reult nochmal. Naja, nicht alle Leute haben da genug Geld, um sich das für Skins rauszuholen, aber man Tower Dive dann jetzt auch den Zion da oben und baut jetzt sogar den Herald auf. Man nimmt sich da jetzt das komplette Gold da von den Platings noch mit. Ja, das ist heftig. Dabei ist Mitte jetzt auch ein Fight, der Victor holt den Kassa da fast. Also bisher Hybrid auf jeden Fall. Hat da so einen kleinen Lead auf der Midlane. Gerade auch durch den einen Kill, den er dann noch mehr hat. So, man möchte jetzt auch den zweiten Drake hier angehen. Victor verschiebt auch direkt. Jarvan ist noch meilenweit entfernt. Das heißt, man könnte hier entweder schnell durchziehen. Man könnte auch schnell auf die Botlane jetzt vielleicht versuchen zu gehen. Akasa kommt, aber... Oh, das ist eigentlich ganz, aber Wayne bekommen. Man muss rausflashen. Man kommt raus, ist okay. Wir haben die Cloud-Duft. Ja. Dann steht es jetzt 1-1 mit den Drakes. Das ist aber auch wichtig, dass du hier ab und zu dir mal auch so den Drake sicherst. Weil wenn der Gegner zu viel hat, dann hast du dann später immer den Zugzwang. Gerade wenn dein Baron noch ab ist, dann musst du halt die Seele willst du haben, aber du musst auch wegen Baron gucken, das ist dann... Definitiv, ja. Deshalb fand ich das gut, dass man den jetzt auch direkt angegangen hat und auch durchgezogen hat, nicht noch lange gewartet hat. Aber hier unten regnet es auch Plating Gold. Hacker wollte zum Gank ansetzen, hat aber gesehen, dass Jarvan da ist. Beziehungsweise von den Counter-Gank bereitsteht, also da geht man auch kein Risiko ein. Weil noch ist die Vayne halt nicht stark genug dafür. Also die mit dem Engage und nachher hat die macht schon Schaden. Aber Victor stellt sich nicht so gut, stellt sich schon relativ gut gerade. So visionmäßig können wir auch mal ganz kurz reinlünzen. Pepe, Toplane, relativ gute Vorteile mit Control Walks. Ja, ich glaube, der geht jetzt auch für den Power Dive, aber da kommt ein Schild durch. Er haut trotzdem sein Biss da raus.
Was aber ich nicht so ganz verstehe, weil da hätte man sich eigentlich ein Stack auch von den Minions vielleicht holen können. Hm. Warte, ich muss mir mal schon mal angucken, wie viele Stacks hatten der Shogat bereits. Der hat, jetzt ist gerade hier der Chat im Weg, 2 Stacks. Ist gar nicht so viel, ich dachte, der hat schon mehr. Aber okay. Shaman ist jetzt am Invaden und man weiß es und man geht jetzt anscheinend für den Dive. Ja, aber Hacker ist da, das... Shaman geht rein, er muss flashen. Kasim kommt aber auch zur Hilfe. Und ich glaube, der Hacker ist jetzt... Ja, tot, da ist der Hacker leider dann tot. Er kommt da nicht mehr raus. Kill für den Jarvan ist jetzt nicht ganz so schön. Also setzt sich gerade beide Hasen weg. Team Jungler, die gegeneinander spielen? Ja, oder? Ja, natürlich. Natürlich. Ja, beide. Naja. Hey, nee. Ich möchte für den Tower gehen. Ja, aber das ist halt sehr viel Schaden, den man da mitnimmt. Aber Shogat. Ja, schon als mittlerweile hat sich das unten gebessert. Man steht jetzt nicht mehr so extrem unterm Tower bei Vayne und Alistar, sondern man dreht das jetzt so ein bisschen rum. Das Ganze. Ja, jetzt mobbt man den armen Kaladin hier nicht so runter. Ich würde sagen, dass der Victor doch relativ gut spielt momentan. Ja, ja, ne, das ist Hybrid. Ja, das muss man auch noch dazu sagen. Der ist halt kann die Macht halt nicht, er ist halt nicht gestorben. Also er kriegt halt nur keinen Kill. Kaladin macht das, also Victor macht das relativ safe. Und alles. Das kann man ihn jetzt nicht so krass verübeln. Ja. Und ich meine, das ist halb eins. Da über. Halb das eins noch morgens. Dazu. Die haben schon zwei. Die wollen einfach nur fertig werden, die Jungs. Zwei Verzögerungen hinter sich. Die wollen einfach nur in die Solo-Queue. Wie Maxim sagen würde. Ja, das stimmt wohl. So, allerdings, der Goldvorteil ist doch gewaltiger, als ich dachte, wenn ich da gerade mal so hoch gucke. 3000. Da können wir vielleicht mal X drücken, mal gucken, woran das liegt. Kurz reingucken. Top Lane ist halt. Ja, Top Lane 3000. Top Lane ist erklärt. Drück mal wieder X. Gehen wir wieder weg hier. Top Lane. Mitte, ist erledigt. Mitte und Bot halten sich relativ vage. Jungle auch. Ist nicht so viel, Top Lane halt 3000. Da kommt die ganze Gold-Difference her. Das ist echt schade. Ich glaube, das wird auch den Top Laner jetzt ärgern von Evelyn halt. So ein bisschen. Also das muss man Jarvan auch sehr gut, sehr hoch anrechnen. Er war halt early da wirklich 2-3 Mal da. Da haben sie den auch Tower Dive und naja, da läuft sie dann allein da oben. Ich ganz hier ja. Was passt nicht? Alles gut. Und man geht jetzt hier rein, ultet auf den Hacker rum. Ich glaube, der stoppt jetzt auch. Er hat schon, aufgegeben im Leben. Ja, der hat die Ult sogar noch durch gebracht. Leider, das heißt keine Ult für Hacker rum. Plexer, ich glaube, das ist eine Umbenennung. Ja. Der so, man geht jetzt hier rein, der Kassadin macht ordentlich Schaden jetzt. Hängt das Game bei mir. Bei dir auch? Ja. Plexer, der Melnor ist das. Der hat sich umbenannt zu Kreisch. Siehst du immer noch den Laser und... Ja, ja. Das wäre jetzt natürlich unlucky. Das geht es geht weiter. Okay. Gott sei Dank. Bist du auch bei 17, 35, 36? Ja, ja, ja. Achso, ist Pause. Aber wir haben es nicht angezeigt bekommen. Also, das ist schon ein bisschen weird. Ja, wurde nicht angezeigt. Naja. So, Farmunterschied. Vayne setzt sich jetzt ein klein bisschen ab von dem Ezreal. Noch nichts Gewaltiges. Ist halt wirklich die Toplane gerade so. Problem macht gerade den meisten Unterschied. Der macht gerade den. Ich mein, Zion ist eigentlich auch nur ein CC-Bot. So, du hast jetzt auch den zweiten Herald da als Jarvan gemacht. Aber wie gesagt, Zion ist halt nur ein CC-Bot. Der möchte einfach nur rein. Ja. Aber er möchte jetzt hier den nächsten Drake holen. Ah, TP kommt aber schon rein und man muss abbrechen und gibt den Lauter noch ab. Vielleicht sogar für den Showguard mit Biss noch. Das ist aber auch wieder so unlucky und schade für Evelyn. Ja, das ist halt jetzt mit dem neuen Drake absolut fein. Die sind rausgekommen, Cloud muss zwar abgegeben werden. Aber es ist halt, jetzt nicht so weltentscheidend. Die Seele wäre halt dann nur wichtig. Jarvan will jetzt Mitte verteidigen, aber ich glaube, ja, das ist. Ah, nee. Auf den Mid-Tower. Jarvan ist ja blau. Aber die Vayne mittlerweile da unten, da kümmert sich auch gerade keiner drum. Die kann da for free farmen und kann sich auch den Tower da unten jetzt wahrscheinlich holen. Und vor allem die Solo-XP ist auch sehr wichtig. Ja, ja, die Solo-XP noch. Die sind schon mittlerweile ein Level über dem Ezreal.
Ja, die geht dann noch weiter, weil sie weiß, glaube ich, ganz genau, wo auch die Gegner sind, aber... Ja, ja, dann wird es dann ein bisschen zu gefährlich. Ja, das so viel Vision hat Avalanche gar nicht. Es ist eher wenig als viel. Gerade nicht. Pepe hat da schon ein bisschen mehr. War auch nur... Na, im letzten Game war ja mehr Avalanche da besser gefallen. Hacker nimmt sich jetzt aus den Wett. Vielleicht möchte man da in der Mitte was versuchen. Da stellt man sich gerade sehr stark drum auf. Weil wenn jetzt Pepe gewinnt, dann ist ja Jarvan halt heute hier 100% Pick und 100% Win. Right. Stimmt, Raid. Kassa war auch 100% Presence. Also... Ah, da fliegt noch der etwas Bolzen hinter dem Jarvan her, aber... Der gute alte Bolzen. Ja, der Bolzen. Tut auch ganz schön weh. So, jetzt könnte man hier den Shogard mal abholen. Man muss aber mit dem Biss aufpassen. Das kann reichen. Man muss mit dem Biss aufpassen. Guter Deutsch, sie hat den Dings und jetzt sollte reichen. Shogard kann eigentlich nichts machen. Ja, jetzt knockt sie ihn an die Wand und das sollte eigentlich ein ziemlich schönes Shutdown sein. War das ein Shutdown? Nee. War gar keins. Ach, die hatten ihn schon eben abgeholt. Ach, der steht ja schon, der steht gar nicht 4-0. Okay. Der steht 420. My bad. Man geht jetzt ja auf den Zion. Den CC hat man und er muss rausflashen. Victor ist aber zur Hilfe. Victor kommt hinterher. Das Pony steht auch schon bereit. Denkst du, dauerhaft hier 10 Stunden Version von Bibi und Tina? Spielt man dann besser? Bestimmt. Sollte man mal eine Statistik machen. So. Vision-mäßig wieder Baron, hat bisher nur Avalanche Vision. Also die Vayne kann sich halt nicht so wie im zweiten Game so stark von seinem ADC-Kollegen vom Farm her absetzen bisher. Ist immer noch relativ ausgeglichen. Aber sie hat halt einen Kill. Gold können wir auch ganz kurz angucken. Wir haben 500 Gold ahead. Mal Gold gucken. Verdeckt die Top-Lane am besten. 600 Gold ahead bei Vayne. Mid-Lane ist 200 Gold ahead bei Pepe. Ja. Jungle haben wir schon bei Pepe ein bisschen mehr Gold ahead. Sion, der könnte mal einkaufen gehen. Top-Lane ist halt 9000, sie knapp 5600 ist halt schon. So, jetzt muss man hier gucken, nicht dass man da unnötig schon in den Fight geht, aber rein gewinnen kann. Na, okay, kommt wieder raus. Oh. Man möchte anscheinend rein. Jarvan kommt da auch rein. Da hängt man dran, wenn Jarvan da noch hinterher hüpft mit seiner Combo, kann das böse enden, aber man kommt weg. Na, bestmöglich, am besten noch nicht fighten jetzt. Das kannst du, glaube ich, bei Avalanche noch nicht gewinnen. Aber man geht jetzt hier den Baron an. Da muss man jetzt eigentlich hin. Ist halt die Frage, ob man es auf dem Schirm hat. Man hat es auf dem Schirm, man hat da ein Ward gehabt. Und jetzt kommt es wieder drauf an. Kane, kannst du es nochmal warm machen? So, und Vayne hat Bock. Vayne möchte rein. Mehrmals, dass du es kannst. Sion kommt rein. Oh mein Gott, Alter. Jetzt wird es ein Teamfight geben. Vayne hat Bock. Der tankt da ordentlich Schaden. Wenn jetzt Vayne dodgt alles. Der Schaden macht, der Shogard, wenn der direkt down geht, da hast du die Frontline schon mal weg. Und die Avalanche holt sich dazu auch noch die Jenner. Gewinnt den Teamfight. Und du hast 2-0 getradet. Was willst du mehr? Mach den Baron, Jungs. Mach den Baron. Das war verdammt gut gespielt von Avalanche. Das war sehr gut von Avalanche gespielt. Jetzt gibt keine Ratsche. Jetzt darf nur der Jarvan den Baron nicht stehlen. Dann ist man hier fein. Jarvan möchte aber. Der hat richtig Bock. Naja. Na, ich denke, man bricht das ab. Man will den Jarvan. Alistar kann ihn eigentlich gut. Alistar kann ihn gut weghalten. Oh nein. Gott sei Dank. Und man kriegt den Jarvan hier auch noch oben drauf, ja? So, da gibt's jetzt aber mal eine Power Rush hier für Avalanche. Also. Ezreal kriegt man auch noch. Ezreal auch noch. Nee. Ah? Schade. Dachte ich. Victor flasht da nochmal. Aber Zion chased. Zion will ihn haben. Aber das war ein ziemlich sicker Deutsch von Vayne. Ja, der Knockup von Cho'Gath und alles andere auch verfehlt. Und man nimmt jetzt auch den Drake. Na, das ist doch dazu, man kriegt den Drake jetzt halt hier auch noch. Das heißt, man steht jetzt Drake mit dem zweiten Teil. Ja, die Vayne jetzt 4-1, der Victor 2-0. Vom Farm her sieht's
So war jetzt ganz gut aus bei Avalanche. Es ist halt schon wieder so unglaublich ausgeglichen. Jetzt merkst du halt, dass die auf Augenhöhe sind, die Teams hier. Es ist, ja. Und immer noch 24 Mann um 3:15 Uhr morgens. Das hätte ich selber nicht gedacht, aber vielen Dank an euch, dass ihr immer noch da seid und ihr Bock drauf habt. So, Vayne nimmt sie wahrscheinlich jetzt gleich in Red und dann möchte er den wahrscheinlich auch so schnell wie möglich fighten. Bei den Baron möchte man ja nicht verschwenden. Der Axel hat ja schon geschrieben heute im Discord, dass er sich das VOD dann gönnt morgen, weil er heute selber nicht dabei sein kann. Da kann er lange gucken dann so. Das wird ein langer Nachmittag. Ja, wir sehen schon quasi Herr der Ringelänge. Ja. Haben wir ja schon fast. Das haben wir schon fast. Nee, nee. Wenn wir die Stunde voll haben, haben wir ja 3 Stunden voll. Ach so, ja gut. Das meine ich. Ja. So, jetzt könnte es hier aber wieder zum Teamfight gleich kommen. Ich meine, Pepe muss bestmöglich irgendwie versuchen, die Vayne da rauszunehmen. Schade. Die Vayne, der Viktor, dann können sie den Fight auch gewinnen. Man hat halt das Glück, dass der Kassadin die nur 1-0 steht bisher. Dass er noch nicht wirklich bis zum Anschlag gefeedet ist. Und da auch nicht man ganz so viel. Man belagert jetzt den Tier 1 Tower. Ja, man hat den Baron-Buff und der Tier 1 Tower, der muss auch langsam mal fallen dann. Aber irgendwie verteidigt das Pepe sehr, sehr gut. Ja, Vayne ist halt jetzt bei sowas relativ unterlegen, bei solchen stationären Kämpfen. Hat Jarvan Flash up? Nein, der hat gerade keinen Flash up auf jeden Fall, weil der Chat gerade. Blackstar, ich glaube, wenn die Flash-Ult kommt, dann. Ja. Ich meine, erstmal, er hat keinen Flash, ja, und ich glaube, wenn die Flash-Ult kommt, dann ist er relativ down. Weil dann Alistar kann ihn CC und Co. Naja, du kommst da nicht so einfach hin. Vayne kann nicht rausflashen. Und Vayne so, und der Goldvorteil, guckst du dir an, Nils. Das ist nur noch 700k, sag ich schon. Das wäre ein bisschen heftig. Dann wären wir hier schon dreimal fertig. 700. Holy shit. Individuelles Gold. Vayne natürlich jetzt 3000 fast. 2000. 2000 Gold, my bad. Knapp 2000 Gold. Midlane, also Avalanche ist eigentlich auf allen Lanes vorne. Bis auf Top. Ich glaube, Top ist verständlich, aber da braucht man eigentlich keine Head. Bei Sion CC'd so oder so. Und den Shogun kann man auch gut schmelzen mit Vayne. Mit Vayne, ja, passiv. Shogun ist jetzt oben unterwegs. Die Frage ist, ob man jetzt den Engage Mitte sucht oder den Shogun oben abholen möchte. Ja, da muss man halt aufpassen, nicht, dass der dann noch die Inhib Tower da wegnimmt, aber ja, er backt. Ah, die Wave ist, die pusht halt jetzt für Pepe. Aber Vayne geht hoch, die nimmt sich den Farm mit, ist auch vernünftig. Ja, wie gesagt, halt, momentan Top ist halt eigentlich irrelevant. Bei Sion CC so oder so und Vayne schmilzt. Na, wobei. Aber wenn der Shogun seine ordentlich viele Stacks kriegt, dann kann das schlecht aussehen. Der Jarvan kommt hier nach hinten gesprungen mit seiner Combo, aber der sollte und eigentlich Vayne jetzt ganz ist jetzt dabei. Vayne ist jetzt dabei. Ashrey kriegt aber den Viktor. Man hat jetzt nur noch Vayne als Carry. Erstmal und Hackerin so halb, aber naja, ist eher mehr so Bruiser. So, Cloud Drake in einer Minute. Da wird's schon gepinkt von Captain Sink. Wäre dann der dritte. Oh, voilà, Entschuldigung. Hey, Cloud wäre dann der dritte Drake für beide Teams. Ja, man geht aber auch schon runter. Vielleicht kann man den Shogun da jetzt direkt abfangen. Das wäre natürlich perfekt für Avalanche. Oh, wenn ich. Die müssen den eigentlich sehen. Sie sind auch auf dem Weg zu ihm. Aber, ne, der kommt ganz normal weg. Avalanche so, Zion kommt auch mit runter. Visionmäßig haben. Ich meine, du hast wirklich jetzt gleich wieder TP ab auf den Sion. Der Shogun hat kein TP, wenn der. Irgendwer müsste da mal Vision Clear am besten möglich. Geht. Macht Pepe jetzt auch schon fleißig. Na, man will Mitte reinpushen halt. Cloud Drake ist aber da. Mitte, beide Midlaner fehlen. Hybrid ist da. Und man geht jetzt den Shogun an. Versucht es immer wieder mit dem Giveaway. So, aber das wäre jetzt wichtig, den Shogun rauszunehmen. Aber man schafft es. Er musste flashen, das ist schon mal das Extra. Ja, Flash ist schon mal sehr gut. Den Flash von ja, die Flash-Ult ist kann er damit schon mal nicht durchziehen, jetzt auf eine Lower Vayne zum Beispiel.
Oder einen lowen Victor. So, Cloud Drake ist ab. Vision wird jetzt geklärt. Und beide Teams sind extrem heiß auf den Teamfight. Ja, der Esri muss er aufpassen, aber er hat ja noch seinen Sprung zur Not. Ja. Na, man tanzt jetzt so ein bisschen unten rum um den Drake. Sein. Victor kann er mit seinem Laser ziemlich clearen. Ja, Vayne ist da. Vayne ist jetzt alleine. Schmeißt Vayne die Ult auch an. Dort die Choker. Oh, der Choker, der fliegt 30 Vayne Meter durch. Separiert die Sache. Oh, die Vayne macht der Schaden. Vayne ist halt komplett da hier. Weiter geht's, komm. Die Vayne ist heiß. Die Vayne ist richtig heiß. Sich jetzt mal richtig was abholen. Hier, da holt sie sich den Esri als nächstes. Da haben wir ein Double. Ja, geht's noch weiter? Aber anscheinend nicht. Nein, man hat auch genug gemacht. Man weckt da hinten auf der Seite von Pepe. Und das sieht hier wirklich richtig gut für Avalanche aus. Man hat sich jetzt auch endlich mal, man war die ganze Zeit im Gold eigentlich behind oder die meiste Zeit. Jetzt ist man mal 100 Gold vorne. Und man geht auch direkt zum Baron hoch und das ist genau der richtige Call. Weißt du, Shogat ist nicht da, Esri ist nicht da. Du musst nur ein bisschen aufpassen auf den Jarvan jetzt, dass da jetzt kein Steal da zustande kommt. Aber ich denke, das sollten die Jungs eigentlich von Avalanche ganz gut hinbekommen. Baron ist steht vorne. Main passieren ist einfach viel zu ein Jarvan, möchte für den Spiel gehen, aber Avalanche. Oh, und man kriegt hier. Man kriegt Avalanche zeigt ihm, wo sein Herrschaftsgebiet ist. Ja. Und zwar nicht beim Baron. Naja, du hast jetzt halt außer die Alistar Ult keine weitere Ult ab gerade auf der Seite von Avalanche. Deshalb erstmal vielleicht basen, ordentlich das Geld ausgeben, kurz warten, bis alles wieder ready ist und dann kann man ja auch noch einen Teamfight gehen. Und wenn man den gewinnt, könnte man schon wirklich fast fertig machen. Also, die Chancen für Avalanche sind auf jeden Fall da. Mehr als du hast jetzt auch 2000er Goldvorteil. Pepa hat halt nicht wirklich Möglichkeiten, Avalanche anzugehen, wie schon im Chat. Ja, es ist halt einfach Farmer hier angeteasert wurde. Gegen Edo Submarine hat Avalanche nicht verloren, nein. Das war gegen Ulus. Kasimir noch jetzt mittlerweile gegen die Dönerbude. Aber Kasimir wird gegen Sion und Alistar nicht durchkommen. Und vor allem noch gegen Victor. Und wenn er durchkommt, dann killt Vayne ihn. Also Avalanche hat gerade eine extrem gute Comp. Die ihre ADCs gut protected. Und nochmal für die, die erst neu da eingeschaltet sind. Pepe ist ja momentan noch ungeschlagen. Wir sind deshalb wäre das jetzt wirklich 1-1. Und die ersten beiden Games gingen schon 40 Minuten. Und ich glaube, das Game sieht nicht anders aus. Also, zwei Teams hier auf Augenhöhe spielen. Will einen richtig schönen Elder Vayne Pentakill sehen hier. Dann hauen wir aber hier aus deinem CSGO-Inventar dein Knife raus jetzt, oder? Dann hauen wir es raus. Ach so. Nein. Schade. Ich hätte mal backen zu wollen, da kann sich jetzt Rabadon zu holen. Natürlich nochmal ein guter Power Spike. Ja. Extremen AP-Zuschub. Vayne hat sich auch für die safere Witz-End-Version entschieden. Das heißt, sie hat nochmal mehr AP, mehr MR für den Cavaling Damage. Ich denke mal, uns trennen nur noch wenige Sekunden vom vielleicht letzten Teamfight. Ah, man macht schon mal ein bisschen Schaden. Anfangs-Damage hier. Das auf den Shogard, auf den Tank, ne? Na, ja, ist halt der True-Damage. Also. Das ist halt ja, der True-Damage. Das ist halt Vaynes Traum. So. Jetzt, aber Victor ist gerade nicht da, das ist jetzt gefährlich. Hat er wenigstens einen Tipp? Er hat TP ab? Hat er den Flank? Das hat jeder TP ab gerade. Der TP abhaben kann. Im ja. Game ist halt immer noch alles drin. Oh, aber der Zion backt jetzt nochmal. Jetzt musst du aufpassen. Nicht da unnötig irgendwie einen Fight forcen. Aber du musst halt auch irgendwie versuchen, deinen Baron-Buff jetzt noch so auszunutzen. Wir können mal kurz gucken, wie lange haben die noch. Warte, ich klicke mal schnell auf einen. Baron. Ach, da ist immer dieses Dings im Weg. Ich sehe das nicht. Ist schon ausgelaufen, oder? Wie bitte? Ist der Baron-Buff schon ausgelaufen?
Ja. Das liegt an, nee, an diesen drei Linien unter den Leuten. Ja, okay. Hab gerade nicht drauf aufgepasst. Ja, ich glaube, den Sion dürfte hier nicht lünchen. 140 CS. Oh, ja, einen schönen guten Abend, der, wie gesagt, der hat im Early Game wirklich komplett. Der wurde komplett rausgenommen. Ich meine, es bringt ja halt nichts. Er wurde gegankt, aber es bringt einfach nichts. Er bringt sein Ziel nicht. Das Einzige, was du jetzt hast, ist eine 6-1 Vayne, die komplett alles wegschreddert, was so vor der Armbrust kommt. Also, Man findet Engage was so, aber er ja, kommt da muss raus. Man aufpassen. Ich meine, man hat jetzt leider die Hacker-Ult dafür aufbringen müssen, aber besser als zu sterben. Die Frage ist jetzt, wie spielt Avalanche das runter? Wie ja, das ist halt Soto hier wieder gleich die 300 Farm-Marke geknackt, wie im letzten Game, also. Farmtechnisch, das ist halt wirklich eine Bombe, der Typ. Avalanche hat gerade keine Ahnung, wo die Leute sind. Sie wissen nix. So, da ist der Drake. Den sollte man eigentlich auf Seiten von Avalanche mitnehmen können. Hybrid, das bin ich drin. Ja, Hybrid ist actually hier Mitte, top. Das siehst du überall. Hybrid, Soto. Also. Voila, tut mir leid. Ich wollte zum fünften Mal. Der Cloud ist ab. Wenn Avalanche die Cloud bekommt, wer ist die Seele? Bei der anderen noch nicht, wa? Nee, die haben das zwei. Ja, der, und man engage jetzt. Geht man rein, man sieht, dass der Krasser Mitte ist. Man holt sich hier vielleicht. Oh, das war ein bisschen schade gespielt vom. Vayne hängt hinterher. Alistar, ja. Aber jetzt kommt Vayne. Oh, Vayne too low! Geht da vielleicht down, wenn sie nicht. Aber sie kitet! Sie kitet wie eine Legende! Bleib auf der Vayne drauf! Bleib auf der Vayne drauf! Die holt sich auch noch den Kassa! Aber scheitert leider am. Shogat. Das war schön gespielt, Shogat, aber die kannst du jetzt auch ganz einfach abholen. Man geht jetzt auch noch unter den Tower für die Jenna. Muss man eigentlich nicht unbedingt, weil es ist nur der Support. Und man hat hier ein für drei getradet. Was wieder sehr gut ist für Avalanche. Hybrid merkt, Merivan merkt auch schon. Hybrid in Legende. Definitiv. Und es wird actually wieder ein 40-Minuten-Game. Ja, und die Seele geht jetzt an Team Avalanche auch. Ja, aber du hast halt auf der Seite von Pepe jetzt nur den in Anführungszeichen gefiedelten Shogun. Ich meine, der steht jetzt auch mittlerweile 5-5. Aber das bringt dir halt nichts. Der Rest hat nichts an Kills groß. Vom Farm her können sie genauso wenig mithalten und naja. Da machst du halt dann nicht mehr so viel. It's actually insane. The Baron ist ab. Und in. Ja, das ist das längste Ligaspiel hier, was es jemals gab, wahrscheinlich. Ja, das weiß ich mal nicht. Vielleicht. Du hast doch vorhin gesagt, 0:30. Wir haben schon oben. Ach so, ja, okay. Das meinst du, okay. Das könnte sein. Ach so, ja, also von der. Jetzt von ja, der von Uhrzeit her. Von der Spätigkeit her. Von der Spätigkeit her. So, man holt sich jetzt hier vielleicht den Jarvan, aber kommt nicht richtig ran. Geht man jetzt den Baron an, ist die Frage. Das könnte aber auch ganz schnell nach hinten losgehen. Gerade wenn alle leben jetzt, das ist sehr, sehr gefährlich. Wenn da jetzt viel reinkommt. Ja, man traut sich nicht. Man kriegt den Baron hier auf Seite von Avalanche. Guter Drake und man geht für ihn zu Geld. Aber Sion scheint. Sion, der hat kein Flash, der kommt da nicht raus. Sion verkauft man. Nee, das. Merivan, Pepe, die haben. Mountain und ein Cloud. Und Avalanche, die haben einen vorne und drei Clouds. Ach, Blackstar, die macht er. Stimmt jetzt, die müsst ihr ja machen. Ja, die machen wir natürlich. Avalanche, komm, die holt er. Hab Respekt vor Soto, das kann ich dir sagen. Hast du schon Bock gegen Soto, oder? Dann kannst du doch die Vayne wegpicken, Nils, du bist doch so gut da drauf. Aber Pepe belagert gerade schon relativ. Ach so, generell. Also in den ersten beiden Games war beides Mountain Seele. War relativ langweilig. Ja. Natürlich ist mal toll, dass wir jetzt mal eine andere Seele haben. Naja, aber welche andere Seele muss es natürlich wieder sein, ne? Die guten alten Windkanäle. Wer kennst du nicht? Das ist wahrscheinlich hier, so die Verteilung ist so 45-45 auf Mountain und Wind und dann jeweils 5 und 5 auf
Infernal und Ocean. Ja, ja. Server Lynch hat den Mountain. Die Toplane pushen, da steht dort hier 1 Tower sogar noch. Also der muss aber mal ganz schnell weggekloppt werden da. Da kommt auch schon das Abrisskommando hier und weg. Man geht jetzt beim Botlane Push trotzdem rein, aber Hebe muss jetzt hoch. Damit Baron Buff kann das gefährlich werden. Naja, die kommen da ordentlich schnell durch. Ah, der Tower wird geschildet. Aber die müssen eigentlich im Endeffekt nur den Siege da hinten protecten. Das sollte das passen. Aber man klärt jetzt auch langsam die Vision. Ja, man hat sogar 2 Siege da jetzt stehen. Das ist natürlich nochmal ein bisschen mehr Schaden. Aber man kann nicht nah genug ran, so wie es aussieht. Die Vayne, die hat da fast den Ezreal komplett zerlegt. Das war ein ganz, ganz knappes Ding jetzt. Vayne mittlerweile schon Vollbild. Naja. Ja, wenn, also die sollten so schnell wie möglich das jetzt closen halt, wenn sie es gewinnen wollen. Ich meine, Pepe kann nicht mehr viel machen. Kassa könnte halt wenn die das rauszögern, Kassa... Das Game kann noch eine Stunde... Aber Kassa kann halt nicht machen. Ezreal wird noch mehr abfallen. Er wird noch mehr useless sein als jetzt. Also halt, er macht schon einen guten Job, aber er kommt einfach nicht durch. Sion und Alistar sind eine ziemlich krasse Frontline. Ja, du hast schon recht. Also eigentlich sollte das schon für Avalanche ganz gut aussehen hier. Knossi freut sich. Das gute alte Vollbild. Die gute alte Vollmilch, Vayne. Knossi mag ich eigentlich. Also den gucke ich auch ab und zu mal ganz gerne. Ja, naja. Ist halt auch seine Art Entertainment hat. Also Kassa, wenn Kassa ist halt die Late Game Versicherung, aber er kommt nicht an Vayne. Wenn er es irgendwie schafft, an Sion und Alistar vorbeizukommen, hat er die Vayne, die er irgendwie noch überleben muss. Er hat den Viktor und er hat den Hackerim. Die Zuschauer gehen sogar noch mal hoch jetzt gerade hier auf 31 jetzt, wollt ihr mich verarschen? Es ist 1.03 Uhr morgens. Hallo! Uff. 3 über 40. Wir morgen Minuten. Ärger hier mit den Professoren, weil die Studenten fehlen, gell? Ja. So, man geht jetzt hier rein. Fetter Engage von Alistar, aber er kassiert. Holy shit, er ist halt low. Ja, der kommt noch. Ezreal. Man ist gefeiert und da sollte Ezreal eigentlich. Oh, kommt der raus! Der kommt da raus, kriegt noch ein Schild. 4 Birds Kick. Holy shit. Ah, das ist so knapp. Der Ezreal, der. Also. Das Luck hätte ich auch gerne. Da ja, oben schon so Lucky rausgekommen, hier unten mit dem Schild. Das Schild von Jenna war gut. Und Kassa will rein. Kassa, der Erbier geht jetzt nach jetzt vorne. Kassa, hier. Könnte Kassa. Da kriegt man. Da kriegt man Viktor gecatcht und jetzt, das ist jetzt schlecht. Jetzt ist das Problem, jetzt splittet man sich. Man darf sich nicht splitten. Nee. Aber jetzt Kassa. Geht Vayne ab. Jetzt geht. Oh, Vayne. Die hat noch Flash und jetzt Vayne kommt. Vayne holt Kassa. Vayne holt den Jarvan. Ja, Alistar gibt es noch mehr Leben. Komm, die Lebensleiste. Jetzt gibt er mal einen ordentlichen Fetter hier. Vayne holt sich den Triple Kill. Triple Kill für Vayne. Es geht weiter. Und es wird ein Ace, glaube ich. Man holt hier die Jenna ab. Und da steht nur noch der Ezreal im Weg. Und ich glaube, Ezreal muss vollbracht sein. Deshalb gingen auch die Zuschauer gerade so hoch hier wahrscheinlich, weil sie alle. Leute. Ezreal ist der Face in der Brandung. Ich freue mich so hart. Avalanche schlägt Pepe 2-1. Und da gibt's nochmal die Ratsche für Vayne, also. Nach 43 Minuten. Das Best of 3 gewinnt Avalanche. Ja. Und Alistar. Und die haben es aber sich aber so hart verdient, also wirklich. So ein geiles Match, so ein geiler Abend. Holy shit. Ich will mehr davon. Jede Woche bitte einmal Avalanche gegen Paper austragen. Was? Da müssen wir aber ganz schnell nochmal hier auf die Graphen gucken. Ja. Der Ezreal hat sogar mehr Schaden als die Vayne gemacht. Dickes, fettes GGWP an beide Teams. Ja, auf jeden Fall. An beide sehr schön gespielt. Holy shit. Jetzt auf Flex. 43.000 Damage wieder von der Vayne. Nee, 38. 43.000 von Ezreal. Oh. Ja. Hat Ezreal sich gut gehalten. Aber er konnte die ganze Zeit die Tanks poken, was halt den Schaden macht, würde ich mal schätzen. Aber an sich, Pepe hat somit den ersten Loose eingeheimst. Ich meine, es hat Avalanche einfach besser gespielt in dem Sinne. Naja, ja.
Anzeige ist raus. Würde ich dann. Perfekt. Ja, dickes, fettes WP an Pepe. Aber allgemein. Ja, trotzdem Pepe. Auch an Avalanche. Wunderschön gespielt. Wir haben von beiden Teams gesehen, dass sie wirklich zur Top-Leistung halt fähig sind. Also, das war ein wirklich schöner Abend. Aber es ist 1.06 Uhr. Ich muss morgen um 8 Uhr raus. Ich möchte eigentlich dann langsam den Stream beenden. Moment, jetzt, oder? Siehst du das anders? Ich will erstmal ganz kurz die ganzen Sachen updaten. Moment. Oder gehen wir nochmal in die Solo-Queue jetzt? Oh, klar, 1 Uhr morgens. Oh, die Solo-Queue. Ja, ganz kurz. Naja, Aphelios kommt doch dann noch. Den wollen wir gleich mitnehmen. Die Tabelle updaten, ne? Ja, kannst du noch updaten. Pepe geht 7-1. Avalanche geht 7-1. Wir haben jetzt beide 7-1. Avalanche und Pepe sind jetzt genau gleich auf. Lidl genauso. Auch 7-1. Oder, na gut, wir haben ja heute gewonnen, also ist auch 7-1 jetzt. Ich update also, mal schnell. Wir haben jetzt drei Leute mit 7, oder drei Teams mit 7-1. Ja. Ach stimmt, warte mal, gegen, was kann man da schauen, Most Legendary Gods sind ja 0-8 jetzt. Und Tentacles 1-7, richtig? Ja. Genau. Da kann ich das auch gleich mit updaten hier in der Liste. Da haben wir es wenigstens schon drin, das stimmt. Da haben wir das gleich mit drinnen. Was ein Game, ey. Ich hätte es nicht gedacht. So. Aber das war wirklich so schön gespielt. Definitiv. Von beiden Teams. So, dann bedanken wir uns. Wir bedanken uns für 28 Zuschauer, die um 1.07 Uhr morgens noch hier sind. Ne? Also wirklich starke Leistung. Dass sie da wirklich so viel Bock drauf haben. Nochmal vielen Dank an Toni KMT, Le Yoshi und Yannick für den Follow. Und wir beide verabschieden uns dann für den Abend. Genau. Und wir wünschen euch noch. Wir verabschieden uns. Die Woche stehen, glaube ich, noch ein paar Matches an. Könnt da gerne vorbeikommen dann. Aber je nachdem, wie wir es casten, das kommt ja alles nochmal im Discord dann, wie es passt. Dann noch einen wunderschönen Abend. Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.